Das Tolle von Wien ist, dass es so eine unglaublich grüne Stadt ist. Wie schnell es hier grün wird, merkt man, wenn man in den 22. Bezirk fährt. Ich bin hier im Gurkendschungel. Ich habe mich ein bisschen verirrt, ehrlich gesagt. Eine Schlucht nach der anderen von lauter Gurkenpflanzen. Ich bin hier im Betrieb von Martin Flicker, der für die LGV hier Gurken produziert. Ich esse die selbst besonders oft. Das sind diese Midi-Gurken, schaut mal. Er produziert auch die Snack-Gurken. Und jetzt werden wir ihn treffen. Ich hoffe, er rettet mich irgendwo. Herr Flicker! Schönen guten Morgen. Ah, da sind Sie. Wie viele Gurkenpflanzen haben Sie hier? Es sind ungefähr 37.000 Gurkenpflanzen hier in diesem Gewächshaus. Also kein Wunder, dass ich mich verirrt habe. Ja, Orientierung gibt aber auch nicht die Gurkensorte, weil es gibt große Gurken, mittlere Gurken, kleine Gurken. Und die sind hier etwas aufgeschlichtet in unserem Betrieb. Wir befinden uns hier unter den Mini-Gurken. Ah, das sind die Mini, nicht die Midi, das sind dann die Größe. Nein, geerntet werden sie so in dieser Größe. Ah, ja, genau. Also das sind die Mini-Gurken. Die sind reif und die werden heute noch geerntet. Und die Größe heißt Snack-Gurken, richtig? Die werden die Snack-Gurken, okay. Ja. Jetzt habe ich Sie unterbrochen. Die sind reif und werden heute oder morgen geerntet? Die werden heute geerntet noch. Morgen kann ich sie theoretisch? Morgen in Geschäft liegen. Oh, vielleicht kann ich gleich diese Gurke kaufen. Nachmittags verpackt und sollten morgen im Lebensmitteleinzelhandel zum Kaufen sein. Familienbetrieb? Familienbetrieb, ja. Seit wie vielen Generationen schon? Ist die dritte Generation. Wahnsinn. Aber auch am dritten Standort. Ach so. Ein wenig der Stadtentwicklung vorausgeeilt. Haben Sie sich ein bisschen bewegt? Ich habe mich ein bisschen bewegt, ja. Nicht ganz unflexibel, so wie manche in der Landwirtschaft fix auf ihren Standort bleiben können. Wir haben uns ganz an den Stadtrand mittlerweile bewegt und haben hier von der Stadt Wien eine Fläche zur Pachtung bekommen und haben ja 2018 mit der Produktion begonnen. Das ist wirklich beeindruckend. Schauen wir uns ein bisschen um? Gerne. Super. Was ist das jetzt? Ist jetzt die Snackgurke, oder? Das sind die Snackgurken und das sind die Mini-Gurken, die so hier. Also so ist der Größenunterschied. Sie sind beide sehr zart. Ja. Ich schätze sehr daran, dass Sie wenig Kerngehäuse haben, wenig Kerne. Ja, ganz wenig. Ganz wenig. Also die kann ich eigentlich. Also das ist relativ knackig. Sehr knackig. Und somit auch gut haltbar. Tun Sie nicht zu niederstapeln, sie sind sehr knackig. Sind sehr knackig. Sie sind wirklich knackig. Und man kann sie mit Butz und Stängel essen. Auf alle auch Fälle. Angenehm, ja. Man muss nichts wegschneiden, Fälle. Weder Enden noch die Kerne. Man kann es einfach so verwenden und eben die Snackgurke, ich gebe es den Kindern gerne mit in die Jause, einfach zum Runterbeißen. Das und ist auch für mich eine ganz wichtige Botschaft. Das ist eine gesunde Schuljause und ideal fürs Büro als Jause geeignet. Deswegen macht es dieses jugendliche Produkt auch so interessant zu produzieren. Der Herr Flicker ist in Wahrheit 95. Danke. Das ist jetzt noch eine Gurke, die jetzt erntefrisch ist. Ja. Erntereif. Ja. Was könnte man damit machen? Haben Sie eine Idee? Was kochen Sie damit? Ich koche gar nicht damit, ich esse sie gleich so. Runterreißen, reinbeißen. Dann habe ich eine Idee für Sie. Wir könnten machen eine Avocado-Gurken-Kaltschale. Jetzt fürs heiße Wetter. Das ist eine schöne Vorspeise. Perfektes Rezept. Ja. Geht auch als Hauptspeise durch, wenn man nur genug davon isst. Okay. Helfen Sie mir? Ja. Gut, machen wir es.